Ja. Okay, die beiden scheinen sich ein bisschen zu kennen. Ah, da seid ihr ja. Ich dachte schon, ihr hättet euch verlaufen. Bitte? Tja, und ich dachte schon, Ino habe mich auf die falsche Stelle geschickt. Ihr kennt Filiason? Darf man fragen, woher? Wir haben nur Scherereien. Ja, also ich... Ja, mag sein. Nein, ich mag sein. Nein, darf man nicht. So, bis du es weißt. Da hört ihr Seile. Habt ihr beide Streit? Ah, nicht der Rede wert. Es gibt aber was anderes, worüber ich mit euch reden muss. Ich bin diesmal mit von der Partie. Sucht euch also noch zwei eurer Mannen aus, die mitkommen. Die übrigen sollten den Sphärenriss auf dieser Seite bewachen. Falls du mich meinst, da habe ich was Besseres zu tun. Wenn ihr euch wirklich mit dem alten Seebären zusammentun wollt, ist das euer Bier. Ich troll mich rüber in die Schenke. Donnerfaust. Soll sie doch bleiben, wo der Pfeffer wächst. Lasst uns durch den Riss gehen, sobald ihr eure zwei Mitstreiter gewählt habt. Okay. Was passiert? Ich habe Filiason dabei. Und wie ist der ausgerüstet? Erstmal gar nicht. Deswegen kriegst du mal dein Schwert und dein Rundschild. Und du solltest Zeug kriegen eigentlich. Ich hab ja nicht mal Schmuck. Eilt euch! Ja, ich sollte ihm wenigstens einen Ring oder so besorgen. Also den Lebensring könnte er gut vertragen. Und ansonsten, ich habe die Netherrüstung verkauft, Mist. Aber ich denke mal, der kommt auch so klar. Da fehlt mir der gute Filiason. Kann ich schnell reisen von hier aus? Ja. Bin halt zu faul, die paar Meter zu laufen. Und zwar Elixier der Dämonenkraft. Das hätte ich auch noch. Das kommt mal mit für diese Unternehmungs. Amulett der Heilung? Nein. Amma? Menschenkenntnis. Gespeide der Raya. Na, wenn es nichts Besseres gibt, dann muss das eben hier halten. Andergaster. Das ist ein Eineinhalbhänder. Ja, eine Zweihandwaffe. Seelenspeer, Seelenmesser. Säbel der Löwin ist eine Einhandwaffe, ein Säbel. Und der Rondrakam ist eine Zweihandwaffe. Das wäre auch mal cool, ein Zweihänder-Zwerg zu haben. Vielleicht für Drakensang 1. Und das kann eh nur von Frauen betragen werden. Nur für Geschlecht weiblich. Ich hätte mal eine Frau machen sollen. Nein, lieber nicht. So, gut. Na, ja, ich denke mal, ist okay. Dann muss ich wieder zur Filiason. Hoffentlich stehen meine Leute da schon bereit. Dass ich wenigstens 10 Lebenspunkte verpasse. Dum-di-dum-di-dum. Ja, ich latsche allein durch den Hammerberg. Ja, die stehen tatsächlich alle da hinten. Filiason, Ardo, Guano. Wen nehme ich mit? Da seid ihr ja wieder. Gut. Hier, du kriegst das und das. Was? Okay, das sind Wurfäxte, die man beidhändig halten muss. Nee, lieber nicht. Alles andere sieht eigentlich soweit okay aus, außer dass du keinen Helm hast. Aber den hat Ardo ja auch nicht. Ach, ohne Vorgrim geht nichts. Wie kann ich dir helfen? So. Nochmal Quicksave machen.
Nee, nochmal ein ordentlich Safe lieber. LP47. Aber nein, es gibt jetzt keinen Cut. Wir hatten das dritte magische Tor betreten. Zusammen mit Phileason würden wir diesen Tarkat zur Rede stellen. Es galt, die Prinzessin zu überzeugen, mit uns zu kommen. Und kein fauler Zauber Tarkats und keine namenlose Horde sollte uns dieses Mal davon abhalten. Na, hoffen wir das mal. Aber mein Vater gab mir dieses Amulett. Wenn ich es euch doch sage, Prinzessin, euer magisches Amulett ist unser einziger Ausweg. Wir müssen jetzt handeln. Uns bleibt keine Zeit. Reicht es nicht, dass die Priesterin durch die Hand der verräterischen Fremden starb? Gut, ihr sollt das Amulett haben. Gehen wir. Toll, jetzt sind wir die Verräter. Jetzt sind also wir die Verräter. Das wollen wir sehen. Vorgrim da hinten. Tarkat hat die drei Fragmente des Sternensteins. Und obendrein hat er die Prinzessin gegen uns aufgebracht. Was der Busch auch plant. Wir müssen sie da rausholen. Also sind die drei Fragmente tatsächlich der sagenumwobene Sternenstein. Worauf warten wir denn noch? Stellen wir ihn zur Rede. So leicht wird die Sache wohl nicht. Ihr habt doch die Siegel an den Türen zum Thronsaal gesehen. Gewiss hat er sie mit der Kraft des Sternensteins verstärkt. Selbst mit einem Rambock kämen wir da nicht weit. Was dann? Von den Wachen ganz zu schweigen. Bevor wir uns mit an den Türen zu schaffen machen, müssen wir uns wohl erst mit ihnen befassen. Da habt ihr recht. Die Burschen hätte ich beinahe vergessen. Mit denen werden wir schon fertig. Nein, ich dachte dann noch an was anderes. Das klingt beinahe so, als müsstet ihr mehr. Eine von den Wachen ist erinnert. Auch, aber nicht allein. Kurz bevor er in seine Heimat aufbrach, verriet er mir ein magisches Wort. Es sei der Schlüssel zum Zufluchtsort seiner Tochter. Und es werde mir Macht über jeden Ort geben, falls seine Tochter in Bedrängnis sei. Okay. Aus meinen Erinnerungen als Fenvarien weiß ich nun, wie dies gemeint war. Es dient dazu, magische Diener Fenvariens zu erwecken. Sie sind von besonderen Kräften erfüllt, die uns gegen die Macht des Sternensteins helfen können. Das klingt gut. Wisst ihr denn, wer diese magischen Diener sind? Sie sind unter den Hochelfen hier im Palast, so viel weiß ich. Wir müssen es wohl darauf ankommen lassen und ausfinden, wer das magische Wort erkennt. Gut. Und wie sollte uns das so mit der Tür helfen? Das können Sie uns hoffentlich selbst sagen, wenn wir sie gefunden haben. Wir brauchen einen Weg in den Thronsaal. Da sollten wir schnellst doch hinzu. Ihr habt recht. Allerdings, wenn ich mir diese Schlacht... Sonja Basel, Mora. Die Hallen des Wissens sind im Begriff, von der namenlosen Horde überrannt zu werden. Amanshane Tana fordert eure Unterstützung. Wenn sie Hilfe braucht, sollten wir nicht... Ihr vertraut uns, hat es sich verhört. Nicht die Amanshane. Doch uns bleibt... Also gibt's doch noch Vernunft und Ehre in Tishiana. Okay. Wir sollten ihr helfen. Wenn sie Hilfe braucht, dann warten wir nicht, lassen wir sie nicht warten. Okay. Ey, endlich mal ein ich Auto. Ich habe die Tür vorerst versiegelt. Sonst kommt uns wenigstens keines dieser namenlosen Ungeheuer. Schnell, hoffentlich sind wir noch nicht zu spät. Und wir haben eine Palastwache in der Unterstützung. Juhu. Hallo, Freunde. Falls ihr es noch nicht gewusst habt, ich bin stärker geworden. Phileason Defensivhaltung. Genau. Das klappt ja sehr gut. Da ich mal davon ausgehe, dass die nicht stärker geworden sind. So. Verpassen wir ihn mal ordentlich eine. So, weg mit dir und noch einer ist übrig. So. Uah. Weg mit der Sporenbombe.
Okay, weg mit dem Ufer. Nicht so gut. Weiter anderen Sporenbombe. Nix, doch ein Sporenmutant. Okay. Zwei Mutanten sogar. Aber die sind halb so wild. Jedenfalls nicht so wild wie der Ordenoger. Okay, noch einmal vom Fallriss Meisterschuss treffen lassen. Genau. Dann könnt ihr euch schon mal um die Mutanten kümmern. So, Horden-Oger ist ausgeschalten. Horden-Mutant gewonnen, hittet. So was Interessantes dabei? Wildschweinzähne, okay. Tishiana. Ja. Nebenbei, das hier ist der letzte Showdown. Filiason ist ein bisschen angeschlagen. Also mit letztem Showdown meine ich, wenn wir das hier abgeschlossen haben, ist das Projekt auch komplett abgeschlossen. Ja, gemacht. Gemacht. 22 Lebensenergie vor dem Hordenschützen, das ist lächerlich. Wow, da wirft einer einen Fulminictus. Auch sehr schön. Okay. Warum wird hier dauernd gepaust? So. Das war's dann. Hab Dank für eure Hilfe. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit. Das muss ich euch lassen, Sumora. Ihr seid ein wahrer Krieger, Tishianas. Ich würde euch jederzeit mein Leben anvertrauen. Na, wenigstens sein. Euer Anführer scheint nicht so zu denken. Amantir Takat hat uns zu Verrätern erklären lassen und sich mit der Prinzessin im Thronsaal verbarrikadiert. Unser Amantir ist nun mal um das Wohl der Prinzessin besorgt. Seht ihm also sein Misstrauen nach. Ich als Amanschar der Palastwache kann nicht tatenlos zusehen, wie sich die namenlose Horde im Palast ausbreitet. Und zu obendrein gegen Verbündete kämpfen. Stimmt. Wir sind nicht hier, um gegen euch zu kämpfen. Wir wollen uns mit Fevarius magischen Dienern verbünden. Ganz so einfach ist es leider nicht. Wir sind hier, um Aman aufzuhalten. Er ist der Verräter. Nein, wir wollen uns mit... Ist die Schlacht noch zu gewinnen? Bestimmt nicht. Ich habe euch etwas zu sagen. Saidaba. Ich... Oh, spart euch den faulen Zauber, Sumura. Meine Loyalität liegt bei Taka. Saidaba Feya Salazar. Auf einmal wird mir alles klar. Als würde ein Schleier von mir abfallen. Ihr seid von Fenvarien geschickt. Ich werde euch gegen Takat helfen. Schweigt, Hüter des Wissens. Ihr kennt Takats Befehle. Wenn ihr euch des Verrats schuldig macht, seid ihr des... Sumura, ich biete euch Frieden. Doch wenn ihr etwas gegen Amantir Takat unternehmen solltet, sind wir Feinde. Und jetzt geht. Aber Amanschar, ich bitte euch. Ihr vergesst euch, Hüter. Gerade eben habt ihr euch gegen unseren Amantir gewandt. Seid froh, dass ihr noch am Leben seid. Versucht, die Sumura für euer Anliegen zu gewinnen. Die Palastwache wird die Hallen des Wissens... Okay. Oh, und jemand hat keine Munition mehr. Ich werde euch beistehen, Streiter Fenvariens. Doch bitte helft mir, meine Tochter hierher zurückzuholen. Was ist denn mit eurer Tochter? Ich hatte ihr erlaubt, auf die Terrassen zu gehen, auf dass sie dort Ausschau nach Hochkönig Fenvariens Armee hielte. Doch eine Weile, nachdem sie losgegangen war, brach die ehrwürdige Aman Shah weigert sich, ihre Palastwachen für die Suche abzustellen. Nun bitte ich euch, meine Odania wohlbehalten zu mir zurückzubringen. Ich stehe euch gegen Takat zur Seite.
nur, bringt mir meine Tochter. Sorgt euch nicht länger, wir machen uns sofort auf die Suche. Dank. Wie bereits gesagt, sie war... Gut, auf die Terrassen.